Hallo und herzlich willkommen zu einer ModMap-Vorstellung für den Landwirtschaftssimulator 2015 bzw. LS15. So, ja, wir schauen uns heute die Benz Nordwest-Mecklenburg an. Eine sehr große Vierfachkarte mit wirklich schöner Beschreibung, schönen Bildern dazu. Und ich mag das Bild in der Mitte vor allem, muss ich sagen. Hier rechts haben wir dann nochmal den Hof. Die Map ist mir zumindest durchaus vertraut. Ich weiß nicht, wieso ich hier immer erst runterfalle. Aber das soll nicht weiter stören, weil wir haben hier wirklich mal wieder eine schöne Vierfach-Map. Und ich sag mal, der einzige Konkurrent von dieser Map, was Maps angeht, ist halt eigentlich die Mic-Map. Und die Mic-Map hat halt hauptsächlich damit zu kämpfen, dass es teilweise von den Texturen her deutlich hässlicher ist. Ich werde jetzt mal eben hier umsteigen. Das ist, glaube ich, schöner, wenn wir direkt am Hof starten. Genau, also hier sieht man, das ist halt LS15. Die ersten paar Minuten ruckelt sich das Spiel immer so ein bisschen ein. Oder die ersten paar Minuten, die ersten paar Sekunden eigentlich eher. Gerade wenn man am Hof steht. Aber danach läuft diese Map wirklich mit Anschlag 60 FPS, egal wohin ich gucken möchte. Das ist wirklich krass. Und hier haben wir dann erstmal die Schüttgutlager, beziehungsweise halt Rüben, Kartoffeln und Hackschnitzel. Hier war früher der Rücksetzpunkt für die Maschinen. Das Schöne an der Map ist halt, wie gesagt, im Vergleich zur Mic-Map, wir haben ja auch teilweise echte Bäume mit schönen Texturen und nicht nur Pappaufsteller. Dadurch wird die Map gleich deutlich grafisch schöner auf jeden Fall. Dann haben wir hier ein Highlight, der Map ist auf jeden Fall, dafür gucke ich mal auf den Boden, das Feld 27, damit ihr es besser sehen könnt. Das hat etwa, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 120 Hektar. Boah, ich weiß noch, als der LS15 angekündigt wurde, da haben wir gerade auf dieser Map hier im Community-Server gespielt und wir waren gerade dabei, dieses Feld, ich glaube, anzusäen und das war dann echt extrem interessant. Also da hat man sich schon echt darauf freuen können. An sich, der Hof wurde wenig verändert. Hier haben wir halt das Silo, sprich hier wird abgetankt und hier wird aufgetankt sozusagen. Wir haben hier wirklich große Hallen, man kann hier wirklich viel unterstellen. Was ich doch auf Dauer leider an dem Hof kritisieren muss, für mich persönlich finde ich es schöner, wenn die BGA, hier sind übrigens die drei Fahrsilos für die BGA, dann haben wir an der Seite noch einen Weg zum Vorbeifahren, wenn die Fahrsilos mal voll sind, kommt man ja sonst schlecht durch, haben wir natürlich noch mehr Unterstände und ich finde es irgendwie, ich finde es nicht so schön, wenn BGA am Hof direkt ist, weil irgendwie, weiß nicht, also irgendwie ist mir das dann zu alles auf einem Haufen. Aber wir haben hier diese schönen Werkstätte, wo man schön mal kleinere Maschinen unterstellen kann. Und ansonsten Schweinemast. Also hier sind die ganzen Tierzuchtanlagen drin. Ich glaube, die kann man. Konnte man die nicht aufmachen? Da täusche ich mich. Auf jeden Fall hier kann man ja mal durchs Fenster lupen. Gut, wir wollen auf jeden Fall mal schauen. Kalbaufzucht, Boxen und so weiter. Das ist alles richtig. Also detailmäßig kann man hier echt nicht meckern. Das hier müsste der Misthaufen sein, wenn ich mich nicht täusche. Und hier ist nochmal ein Fahrsilo. Genau. So, ansonsten haben wir hier wirklich eine Karte. Die hat verschiedene Orte. Dann Benz, Galem und Galsow. Ich hoffe, das sage ich richtig. Und die Orte sind relativ klein, außer Benz. Benz ist relativ groß. Oder, ja, okay. Also im Vergleich zur Karte ist es halt relativ groß. Ist natürlich keine Großstadt. So, hier haben wir die Gülle. Annahmestation für die BGA. Aus den Fermentern dann die Gülle. Beziehungsweise hier kann man, glaube ich, auch. Genau, hier ist auch Gülle drin. Und dann können wir hier, wenn wir einfach den Weg lang gehen. Ich finde das ganz schön. Das hat hier echt so ein Allee-Feeling mit den geraden Baumreihen. Aber die sind nicht so komplett monoton gerade gesetzt, sondern man kann hier wirklich sehen, die stehen versetzt. Und das ist mir wichtig, weil in der Natur steht auch nicht immer alles gerade. Und das sieht einfach dann dadurch wesentlich realistischer aus. Und mir gefällt dieser Stil eigentlich ganz gut. Auch wenn ich sagen muss, das Bjornholmgras, was es hier, glaube ich, gibt, mit den vielen tausend Blumen, finde ich teilweise nicht ganz so schön für diese Map. Also da gibt es irgendwie noch Cooleres. Aber gut, wir schauen uns auf jeden Fall mal weiter gleich den kleinen Ort an. Dann fahren wir gleich mal hoch nach Benz. Dann schaue ich nochmal, dass ich euch zum Beispiel, wenn ich das noch finde, war denn das?
Müssen wir mal schauen, ob ich den Sandbruch noch irgendwo finde. Südzucker, das war. Also die Map ist wirklich verdammt cool eigentlich. Gerade grafisch, wenn man bedenkt, dass es eine Vierfach-Map ist, wenn man hier so durchfährt. Also die Bäume, alles wirklich schöne 3D-Modelle und nicht irgendwelche Pappaufsteller. Dadurch, ja, sieht das einfach so viel geiler aus. Das ist schon beeindruckend. So. Also hier wirklich so. Dieses Feeling, dass man auch wirklich echte Bäume hat, ist einfach bei einer Vierfach-Map, wenn man die Mink-Map gewöhnt ist, was ganz Besonderes, weil man das da einfach so gar nicht hat. Da ist es halt einfach, ja, einfacher gehalten, damit man diese Größe realisieren kann mit all den Objekten. Aber hier gefällt mir das Ganze halt doch irgendwie von den Details her nochmal um Welten besser. So, hier haben wir dann diesen Ort, man sieht schon, das ist wirklich so ein ganz kleines Dörfchen. Also jeden Fall nicht viel mehr als das. Ich werde aber jetzt mal das Ganze ein bisschen anders angehen, weil wir doch sonst ewig brauchen für diese Vierfach-Map, um uns die halbwegs anzuschauen. Werde ich mir jetzt ein Pickup kaufen. So, wo haben wir die dann Autos? Oder kaufen wir mal einen roten, einen Ferrari-Pickup sozusagen. So, und dann sind wir auch schon mitten im Ort, in Benz. So. Ach ja, ich habe ja Drive Control drin. Wundere mich gerade, warum es nicht losgeht. Mal so ist das, ne? Genau. Also hier haben wir den eigentlichen Händler. Der hat sich eigentlich zum 13er auch nicht wirklich verändert. Wenn ich das jetzt mal so spontan beurteile. Aber insgesamt kann man echt sagen, dass der Händler auch schon schön war im 13er. Deshalb sollte, also muss man da auch nichts ändern, so wirklich. Wir haben hier irgendwo, glaube ich, noch eine Baustelle, wenn ich mich nicht täusche. Hier haben wir ein Heizkraftwerk jetzt. Ich glaube, hier war früher die Baustelle. Gut, an sich ganz schön hier mit dem Heu sieht das auch so ein bisschen nach Sägespäne aus, finde ich. Also, als würde da mal ein bisschen was daneben fallen. Boah, irgendwie rutscht der Truck hier extrem. Vor allen Dingen bei den Geschwindigkeiten macht er sonst doch noch nicht ganz so viel Krawall. Aber hier haben wir halt die nächste schöne Verkaufsstelle. Ich glaube auch mit Kalklager und so. Zumindest sieht es so aus. Wow, das könnte der Landhandel sein. Steht das vielleicht auf der Karte? Da können wir ja mal gucken. Heizkraftwerk, Biomasse, irgendwas. Leider überlappen sich da die Namen extrem. Das ist etwas blöd auf dieser Übersichtskarte. Hier auf diesem Fußballfeld haben wir schon mal Fußball gespielt, beziehungsweise Radlader-Fußball, nenne ich es mal. Oder Radladerball. War auf jeden Fall eine lustige Geschichte. Kann man auch relativ leicht noch auf YouTube wiederfinden. Das hat echt Bock gemacht. Ich finde es vor allen Dingen auch wieder bei diesem Ort schön, wie die, so diese Mischung aus ja, mega klein und dörflich zu diesen, in Kontrast dann zu so Hochhäusern steht. Wir haben hier auf jeden Fall den Lidl und ich wollte jetzt eigentlich das gute alte Forst-Sägewerk zeigen, was mir eigentlich immer noch viel besser gefällt als das Bjornholm-Dingen. Das ist einfach irgendwie cooler hier. Wobei die jetzt hier beide verbunden sind. Also das sind Bjornholm-Gebäude, wenn ich mich nicht täusche. Gut, wir setzen uns wieder in den Truck und schauen mal, dass wir ein paar Kilometer gemacht bekommen. Ein paar Waldwege wollte ich gleich noch zeigen. Dafür habe ich die Map nämlich auch noch sehr positiv in Erinnerung. Wir haben hier nochmal die Zuckerrübenfabrik. Aber etwas anders gemacht, würde ich sagen. Also, wir haben hier ein großes, flaches Gebäude. Meistens sind es ja die alten Backsteingebäude, die für sowas verwendet werden. Und hier dann die Silos. Das sind so ähnliche wie auf der Mink-Map, würde ich schätzen. Wow. Und, einfach diese Weite finde ich auf der Map immer wieder beeindruckend. In Kombination mit diesen dreidimensionalen Bäumen, gerade wie ich. Ich habe vorhin euch die Vorstellung für die Mink-Map aufgenommen. Ich bin jetzt so an diese Mink-Map gewöhnt, die geil ist von der Größe her und auch von den Weiten. Aber es ist natürlich grafisch doch wesentlich geiler, wenn man solche Bäume hat. Das ist einfach ein himmelweiter Unterschied wie Tag und Nacht, wenn es einfach da diese, ja, klare Unterteilung gibt. Die tiefen Wälder, sag ich mal, haben halt die billigen Bäume, wahrscheinlich um Performance zu sparen. Und alles, was, sag ich mal, ein bisschen wichtiger ist, was mehr im Vordergrund ist, das ist halt wieder detailliert dargestellt. Irgendwie ging doch hier, ah, genau. Diese kleinen
Weg hier oben hatte ich nämlich auch noch eine gute Erinnerung. Wow. Wir haben eine zweite BGA anscheinend. Wow. So, auf jeden Fall, ich sollte mich erst auf. Ich sollte eins nach dem anderen machen. Wir fahren hier so schön den Berg oder den Hügel so ein bisschen hoch zwischen den Bäumen und dann haben wir hier nochmal einen kleinen Hof, der aber mehr eigentlich dekorativ ist. Aber das finde ich irgendwie, also das hat einfach Charme, finde ich, diese Ecke. Wir werden uns auch am Ende oder am besten, wir machen das mal. Oh, ich will eigentlich nicht querfeldein fahren, aber wir machen das jetzt mal. Einfach, weil ich dann wesentlich besser gleich etwas zeigen kann, was ich euch eigentlich mal zeigen sollte, weil ich das echt cool finde. Ich weiß aber nicht, ob es im 15er funktioniert. Das muss ich mir da nochmal anschauen. Wir fahren jetzt nämlich in diese Richtung. Hier hinter ist irgendwo nämlich diese Sandgrube, wo dann Sand geborgen wird. Wir haben ja auch teilweise auf den Wiesen einfach mal so ein bisschen Sand. Das ist irgendwie cool. Das zeigt irgendwie gut so, dass die Böden hier sehr sandig sind. Also, ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, dass sowas eingebracht wurde. So, warte mal. Hier hinter. Hier ist auf jeden Fall mal sandiger Boden. Aber. Ja. Gut. Also, hier ist sandiger Boden, aber ich weiß noch nicht genau. Ich glaube, dass das aktuell in dieser Version jetzt hier nicht da ist. Boah. Oh, wo sind wir jetzt? Unten drunter her. Okay, hier sieht man ganz klar, hier wurden Bäume gespart. Beziehungsweise, ich glaube, hier war früher mal diese Sandgrube. Ich schätze mal, weil die Skripte im 15er noch nicht da sind, wird das Ganze dann auch aktuell nicht so gehen. Okay, jetzt bin ich gefangen. Das ist etwas ungut. Also, mit sowas habe ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Also, eigentlich wollte ich nur hier. Gut. Man bleibt halt ordentlich auf der Straße und sollte jetzt nicht irgendwie durch den Busch fahren. In echt hätten die Bäume ja eh Kollision. Und können wir hier durch? Okay, dann wird es so langsam knapp. So langsam kritisch. Schauen wir mal hier noch eben durch. Vielleicht ist hier die Sandgrube. Also ein Blick ist es wert. Ah ja, doch, da ist sie. Aber der Wald ist halt nicht komplett ausgefüllt. Finde ich eigentlich auch absolut in Ordnung. Man sollte ja eigentlich nicht querfeldein durch den Wald fahren. Und das Ganze wird wohl, schätze ich mal, Performance sparen, was bei dieser Map hier auf jeden Fall super funktioniert. 60 FPS, wie gesagt, durchgehend mit Aufnahme. Das ist wirklich krass. Also krass gut. Nicht krass wenig. Ja, wir haben hier also diese kleine Sandaufladestelle. Wir fahren hier, glaube ich, unter das Förderband, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zum Aufladen. Oder warte mal, war das nicht hier irgendwie? Dass man da drunter fährt? Nee, das war, glaube ich, das war doch dieses Förderband. Oder ist das hier aktuell außer Funktion? Waren das die Silos da? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall. Ah, das Förderband da vorne müsste es gewesen sein. Auf jeden Fall finde ich diese Sandgrube hier immer noch sehr, sehr cool, weil ich sowas schon häufiger auf Maps gesehen habe, aber nie so wirklich cool, dass man jetzt sagen konnte, boah, geil. Also das ist mal was. Also das hat mir bis jetzt eigentlich immer da gefehlt. Oh, irgendwas ist mir vom Tisch gefallen. Ich habe gar nicht gesehen, was. Ich kann mal nachgucken. Und ich sehe es immer noch nicht. Gut, keine Ahnung. Bisschen Schwund ist immer, ne? So, wir schauen mal. Wir wollen jetzt auf jeden Fall mal hier raus. Und dann gehen wir nämlich da mal. Wir schauen da mal rüber. Zur zweiten BGA. Beziehungsweise wir brauchen da viel zu lange für, wenn wir das so machen. Dann starten wir nochmal eben den Schlepper. Auf der Map kenne ich mich auch eigentlich halbwegs aus. Klar, ich hatte die jetzt doch einige Stunden im Gebrauch im 13er. Also. Wow, wow, wow. Also beim 15er muss man natürlich bei den Kurven immer ein bisschen aufpassen. Es tut mir leid, aber bei den vierfachen Maps werde ich jetzt einfach auch mal querfeldein fahren. Weil sonst brauchen wir einfach teilweise für die Wege mal ein paar Minuten. Oder man ist einfach so dumm wie ich und bleibt direkt stecken. Das ist natürlich geil. So, wir wollen jetzt auf jeden Fall mal einen Blick auf die neue BGA erhaschen, die, glaube ich, so in der Vorgängerversion noch nicht da war. So, wollen wir mal schauen. Die Mod-Vorstellung wird auch wahrscheinlich etwas länger als die üblichen 15 Minuten geben, weil ich doch noch zwei, drei Sachen zeigen möchte, die mir einfach gut gefallen und da
wollen wir dann doch auch nochmal schön drüber schauen, dass das auch alles seine Richtigkeit hat und ihr bestmöglich da so ein bisschen informiert seid, wie die Map denn hier so aufgebaut ist. Weil an sich, muss ich ehrlich sagen, ist es so ein bisschen die Vierfach-Map für Leute, die auch ein bisschen grafisch was sehen wollen. Und die Mic-Map ist halt für die Leute, die halt wirklich so auf so einen 1:1-Nachbau von dieser Zelle-Region stehen. Dann ist die Mic interessanter bei den Vierfach-Maps. Aber grafisch, so gerade wegen dieser Bäume halt, das ist so eine Sache, da die spricht einfach für diese Map und auch was das Sonstige angeht. Ich finde, die Map hat auch echt einen schönen Charme. So, das ist jetzt nicht so eine Map, die... also es ist wirklich eine Map, die einem in Erinnerung bleibt. Und das ist... sehr, sehr positiv. Ich hatte letztens eine Map schon getestet, die anscheinend auch aus den 13er konvertiert war. Und ich habe eigentlich fast alle Maps getestet. Und ich habe echt beim dritten oder vierten Mal hingucken erst gemerkt, oh, okay, das ist jetzt die Map. Nicht, weil sie so stark verändert worden ist, sondern einfach, weil ich mich nicht mehr an diese Map so erinnern konnte. Und das ist einfach ein Zeichen dafür, dass die mir nicht gefallen hat, beziehungsweise mir die irgendwie nicht so wichtig erschienen, sage ich mal. Und hier ist das wirklich anders. An so eine Map hier erinnert man sich und das ist, finde ich, wichtig. Daran sieht man schon wieder, dass die Map wirklich was taugt. So, hier haben wir dann unsere BGA, die ich ganz cool finde eigentlich. Ein schöner, ordentlicher, großer Unterstand. Ja, drei große Fermenter und dann nochmal zwei riesige Silos. Alter, sind die breit. Das sind aber, glaube ich, einfach die Sternwände nur viel weiter auseinandergesetzt. Was da wohl reingeht, würde mich mal interessieren an Volumen, wahrscheinlich auch mehrere Millionen Liter. Wir tappen jetzt mal hier durch, bis wir... Ah, da haben wir doch hier, ist auf gutes Gerät, so ein Deutz, der Große. So, schauen wir mal, dass wir hier irgendwie umgeparkt bekommen. Upp. Oh, so, dann wollen wir mal schauen. Wir wollen jetzt nämlich auf jeden Fall mal so ein bisschen Richtung Süden der Map eigentlich, wenn man es so sieht. Wow, Kollision haben die Bäume hier auch nicht. Finde ich ganz gut, weil teilweise auch mit Steinewerkswagen und so hat man hier schon oft Probleme gehabt, vernünftig durchzukommen. Aber einfach dieses, wir sind auf einer Vierfach-Map und haben hier einfach teilweise so wirklich schöne Details in den Dörfern, dass man wirklich auch denken könnte, man ist auf so einer klitzekleinen Map, wo es wirklich der Fokus total auf Details liegt. Mit diesen Alleen zwischendurch, das finde ich einfach so genial. Diese Bäume, das ist einfach so, vor allen Dingen, dass sie nicht so gerade stehen, sondern wirklich unterschiedlich größtenteils. Das ist so, das sieht einfach viel natürlicher aus und das macht Spaß. Also das ist richtig, richtig geil. So, wir suchen jetzt auf jeden Fall mal die nächste Straße, weil ich kann mich noch an ein, zwei Waldwege erinnern, die ganz cool waren. So, war interessant, die Wiese da. Wir haben auf jeden Fall hier teilweise, ich finde die Felderanordnung manchmal ein bisschen random, aber wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, von den Zahlen her, wo was ist, dann geht es eigentlich ganz gut so. So, wir fahren jetzt hier mal lang und dann wollen wir mal schauen, wir müssen auf jeden Fall auf Dauer mal zu einem Wald kommen, weil die Wege durch den Wald sind eigentlich wirklich was Cooles an dieser Map. Boah, hier auch wieder, weißt du, so ein Baum rein, das ist einfach, sieht einfach richtig gut aus. Vor allen Dingen, dass die Bäume auch mal verschieden gedreht sind und so weiter und unterschiedlich. Das macht das Ganze einfach verdammt, verdammt schön irgendwie. Also das ist wirklich so eine glaubhafte Gegend, mehr oder weniger. Oh, hier haben wir eine Bahnstrecke. Das ist ja auch cool. Gucken, ob ich hier mit Vollgas drüber komme. Ah, da beschwert er sich überhaupt gar nicht. Aber so weit nach hinten wollte ich eigentlich gar nicht, weil da sind die Wege dann doch nicht... Also da laufen die dann irgendwann halt aus ins Unendliche. Aber man merkt schon echt, also das hier ist auch eine Map, die ist jetzt nicht mehr so wirklich dafür gedacht, dass man mit kleinen Sachen anfängt. Das muss man ja auch irgendwo zugeben, weil wenn man jetzt drüber nachdenkt, ist das einfach, ich weiß nicht, hier haben wir direkt mal 20 Hektar links, 20 Hektar rechts und da hinten nochmal 30 Hektar. Und also... 6 Meter Maschinen sind hier das absolute Minimum, finde ich. Schöner ist es eigentlich, wenn man erstmal vernünftige Maschinen hat und man wirklich reinmetern kann mit 13 Meter Schneidewerk und so weiter. Dann macht die Map hier erst richtig Sinn. Das ist auf jeden Fall, ja, anders kann ich das, glaube ich, nicht sagen. Also das ist eigentlich sehr wichtig bei dieser Map, dass man sowas berücksichtigt. Man kann hier eigentlich nicht sinnvoll Landwirtschaft betreiben, wenn man wirklich nur 2 Meter Oldtimer hat.
Aber die Frage ist natürlich, ob man das auch immer so möchte. Also ich persönlich spiele auch zwischendurch gerne mal mit so großen Sachen, beziehungsweise die meisten spielen, glaube ich, meistens mit so großen Sachen und sind gar nicht so ein Freund von den kleinen Oldtimern, einfach weil es alles ewig dauert und so weiter. Oh, hier ein richtig schön zugewachsener Weg, aber da hatte ich noch irgendwo schönere. Ich weiß nicht mehr, wo der war, aber hier irgendwo in der Ecke war noch ein Waldweg, der war richtig, richtig geil. Ich unternehme einen Versuch, anhand der Karte jetzt ein bisschen abzuschätzen, wo das denn wohl gewesen ist. Und dann würde ich aber gleich auch schon sagen, nach über 20 Minuten hoffe ich, dass ich euch einen halbwegs guten Einblick in diese Map geben konnte. Und dann ziehen wir eigentlich so das Fazit daraus. Die Map ist echt geil. Also ich finde sie richtig ordentlich. Ich bin auch am Überlegen, der Community-Server läuft ja aktuell, also könnt ihr auch spielen. Und ab Januar sind dann auch wieder Videos vom Community-Server geplant eigentlich. Und da wird es entweder die Mecklenburg-Vorpommern-Map oder die Mic-Map-Zelle hier geben. Als Map für den Community-Server. Und da bin ich echt noch extrem unentschlossen eigentlich. Welche der beiden es jetzt wird. Die Mecklenburg halt mit schöneren Texturen und so weiter. Und die Mic-Map... Ja, weiß nicht, Mic Map ist einfach ein Klassiker irgendwo auch. Also da wird es sich noch irgendwo entscheiden. Vielleicht mache ich da eine Abstimmung, dass ihr das entscheidet. Dann muss ich da nicht irgendwie die falsche Entscheidung treffen. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Einfach weil beide Maps sind eigentlich geil. Das muss man auch sagen. Also man macht eigentlich keinen wirklichen Fehler damit. Egal wofür man sich entscheidet. Und das ist irgendwie... Ja, auch mal wieder was Geiles. Ich finde auch einfach dieses, wir haben hier diese riesige Landwirtschaft, die aber irgendwo auch noch so auf, ja, auf schöner realistischer Ebene dargestellt ist und dann einfach dieser Detailreichtum. Und das finde ich eigentlich verdammt nice. Ja, ich stelle jetzt meinen Schlepper hier ab. Das soll jetzt erstmal für heute genügen von der Mecklenburg-Vorpommern-Map und wir, hören uns, welche der beiden Vierfach-Maps jetzt auf dem Community-Server kommt. Ja, das entscheiden wir ein andermal. Schreibt eure Meinung zu der Map in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch bitte mal in die Videobeschreibung. Ladet euch auch den Mod runter. Vielleicht wollt ihr den dann wirklich selber spielen. Dann ist das auf jeden Fall eine super Idee. Und wir hören uns. Ciao.